Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Flo im Zoo. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Flo im Zoo. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe, die sind gar nicht mal so schwer. Abschließend gibt es dann auch ein kleines Fazit. Ja, Flo im Zoo ist ein Spiel aus dem Hause Schmidt. Autor ist der Florian Nadler. Ist ein Kinderspiel, ein Fun-Spiel. Ab 5 Jahre wird es angegeben, 2 bis 4 Personen. 5 bis 10 Minuten müsst ihr rechnen. Manchmal geht es auch ein paar Minuten länger, aber maximal 15 Minuten sowas bei uns in den Partien. Ja, jetzt zeige ich euch erst einmal, was man hier machen muss. Und bevor man beginnt, ihr seht hier diese Schieber. Ich nehme diese Flöhe nochmal runter. Das heißt, diese Vorrichtung, die baut hier erst einmal ein. Bei mir war sie gleich drin in der Verpackung, falls das bei euch lose drin liegt. Schaut in der Anleitung genau nach, dass ihr das Muster habt, weil die sollten alle ein bisschen unterschiedlich angeordnet sein. Ja, die Flöhe, die habe ich schon mal hier drauf platziert. Ihr seht es ja, 2 Flöhe pro Feld. Es liegen noch ein paar Ersatzflöhe auf der Seite. Die nimmt man am besten weg, sonst landen sie nachher noch auf meinem Feld. Also die nehmt ihr zur Seite, sodass ihr ein bisschen Ersatzmaterial habt. Jeder bekommt dann so einen Stab und einen Tierchip. Ihr seht es hier auf der Seite. Jeder nimmt sich ein Tier und ihr seht ja auch das Fell in der jeweiligen Farbe. Das heißt, beim Zebra würde ich jetzt einfach hier diese Farbe spielen. Nehme ich jetzt einfach mal. Das heißt, ein Chip habe ich mir, ein Stäbchen habe ich auch von mir und jetzt ist man reihum dran und versucht natürlich, seine Flöhe aus seinem Feld zu bekommen. Ich kann ein beliebiges Feld dann antippen, werdet ihr auch gleich sehen. Braucht man ein bisschen Übung, ist aber auch natürlich Glück dabei und ich will natürlich meine Flöhe herunterbekommen und schaffe ich es, alle Flöhe herunter zu bekommen, also kein Floh liegt mehr auf meinem Feld, dann habe ich das Spiel gewonnen. Flöhe können natürlich auch in dem mittleren Bereich landen, eine oder mehrere, dann bin ich nochmal am Zug. Die Option habe ich natürlich. Und landen diese, ihr werdet es gleich sehen, hier auf dem seitlichen Bereich, also um die Schachtel, dann ziehen die nicht weg. Die krabbeln quasi nochmal auf mein Feld drauf. Ich darf mal aber aussuchen, welches Feld ich nehmen will. So, jetzt zeige ich euch das mal. Das heißt, die liegen jetzt eh schon mal, die will ich schon mal weghaben. Na, das war natürlich schon mal nichts. Also ihr merkt, je nachdem, wo sie liegen, das heißt, muss man natürlich schon schauen, okay, das gelingt mir. Jetzt schauen wir hier nochmal. Also da braucht man schon ein bisschen Übung. Ihr könnt natürlich auch heftig drüber klappern, das ging jetzt schief, der ist jetzt hier auf der Seite, also ist natürlich auch Glück dabei, ihr seht es ja. Übrigens, den muss ich natürlich, wo haben wir, hier auf der Seite, den muss ich natürlich noch zu mir nehmen, wo liegt der? Der liegt hier auf der Seite, den muss ich natürlich auch wieder bei mir drauflegen, ich kann natürlich auch irgendwo anders drauflegen. So, wenn der nächste Spieler dran ist, das heißt zum Beispiel der jetzt, ich wollte schon rüberschieben, dann kann er natürlich auch sowas machen, dann funktioniert super. Das ist jetzt auch nochmal ein Beispiel, wo ihr sehen könnt, hier in der mittleren Bereich, da wird es ein bisschen schwierig natürlich, aber so funktioniert das Spiel. Ein witziges Spielchen, wo man allerdings schon schauen muss, wo man drauf klopft und es ist natürlich sehr viel Glück dabei. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Flo im Zoo. Ja, solche Spiele, wo so Katapulte genutzt werden oder irgendwelche Gegenstände auf den Spielplan geschubst werden oder runtergeschubst werden müssen, das Prinzip ist jetzt nicht neu. Das kenne ich von vielen anderen Spielen auch, der eine oder andere vielleicht ja auch. Und das Spielprinzip ist nicht neu. Es ist ein Fun-Spiel. Ein witziges, lustiges Spielchen mit einem sehr hohen Glücksfaktor. Deswegen habt ihr es halt gerade gesehen, da gehört schon einiges Glück dazu. Da ist man auch teilweise ein bisschen frustriert. Also, das habt ihr jetzt auch gesehen, aber wo man jetzt groß nicht ein langes Regelwerk lesen muss, sondern wo man sofort drin ist, wo das 10 Minuten geht und dann kann man drauf losspielen und dann hat man durchaus seinen Spaß. Ich würde es jetzt aber nicht hypen als das Spiel letztendlich mit Stäbchen, mit Plättchen und mit den fliegenden Flöhen, wo mich absolut vom Hocker haut. Es ist okay, es ist ein witziges Spielchen, es spricht sicherlich die eine oder andere Zielgruppe an, die bereits noch nicht ähnliche Spiele in diesem Format dann kennt, weil da kenne ich dann einfach zu viele und es ist ein witziges Spielchen, was sich sicherlich in diese ganze Reihe dieser Spiele dann gesellt. 2 bis 4 Personen ist hinterlegt, ja, man kann es auch zu zweit spielen. Zu zweit haben wir es auch gespielt, dann bekommt dann jeder 2 Tierplättchen, das funktioniert dann auch, aber es ist glücksbetont. Es ist kein Spiel, wo wir da regelmäßig auf den Tisch holen. Es ist nett, es ist witzig gemacht, es ist okay, je nach Anlass, abhängig von den Kindern, von der Gruppe, die das spielen will, dafür ist es ein Spielchen, aber
Ja, ich wiederhole mich, es gibt halt sehr viele schon in diesem Format. Ich wollte es euch dennoch vorstellen, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Also es ist kein Spiel, wo wir da regelmäßig dauerhaft in den Kindergruppen auf den Tisch holen. Das ist auf keinen Fall. Und Floh im Zoo ist natürlich ein witziger Titel von der Illustration auch. Wer jetzt natürlich so ein Spiel noch nicht kennt, der sagt sicherlich, oh, das ist ganz witzig, das können die Kinder auch super zusammenspielen, auch die größeren Geschwister. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Man muss natürlich nur sehen, wie oft spielt er das letztendlich. Aber ich glaube, die Entscheidung könnt ihr dann durchaus für euch dann treffen. Wenn ihr es euch holen wollt, ähnliche andere Spiele, andere Produkte, schaut gerne über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja automatisch und zahlt nicht mehr. Das zu den Infos in Kürze zu Floh im Zoo. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.